immer wieder sonntags mit Stefan Mross. Jeden Sonntag freue ich mich darüber, dass wir uns im ersten wiedersehen. Doch es wäre mir wirklich noch viel lieber, würde die Zeit nicht gar so schnell vergehen. Immer wieder sonntags und Stefan macht Spaß. In Deutschland lesen. Aha. Unser Bundespräsident hört auf. Ja, dabei ist eine schöne Zeit gewesen. Aha. Bleiben Sie im Amt, Joachim Gauck. Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß. Gute Laune, frohe Lieder. Ganz egal, was auch die Sonne macht. Sonntags wird bei uns gelacht. Der Sonntagmorgen mit Herz ist wieder da zur dritten Folge 2016 von unserer Ausgabe Immer wieder sonntags. Einen wunderschönen guten Morgen, werte Zuschauer zu Hause. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich hoffe, Sie haben genauso schönes Wetter wie hier in Rust. Guten Morgen auch in meiner Immer wieder Sonntags-Arena, in meiner zweiten Heimat quasi. Ne? Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, Herbert Thierry. Servus! Ja! Heute ist ja ein ganz bekannter Tag. Heute ist quasi Tag des Hundes. Haben Sie das gewusst? Nicht? Ja, ich habe es bis vor ein paar Tagen auch noch nicht gewusst. Also wenn Sie einen Hund zu Hause haben und der war vielleicht die letzten Tage nicht so brav, so wie man sich es vielleicht vorstellt, und er hat jetzt die nächsten Tage oder auch die nächsten Stunden Fernsehverbot vom Herrchen bekommen, holt Ihren Hund vorm Fernseher, weil heute wird er sich freuen, der Hund. Weil heute kommt einiges für ihn vor und er wird sich bestimmt freuen. Ihr kleiner, großer Freund des Lebens, der Sie begleitet. Und natürlich freuen wir uns auf meine musikalischen Gäste. Herzlich willkommen für Sie, da wird's lustig, Christoph Sonntag. Sissi, Vincent Fernando, Anna-Karina Wojcik, die Meierhofner, Julia Lindholm, Rudi Giovannini, Vox Club, die Pavaya, unser Marco Rima, Corinna Zollner, Jörn Schlinvogt, Ella Endlich, das Europapark-Ballett und unser absoluter Stargast. Herzlich willkommen für Sie, Heino! Das ist er, in Original und in Farbe. Ja. Es kommen heute, wie gesagt, einige Überraschungen auf Sie zu. Was haben Sie gesagt? Nein, ich darf noch nichts verraten, weil sonst wären es ja keine Überraschungen mehr, die Zuschauer zu Hause. Aber natürlich gibt es heute die begehrte Künstleraufgabe. Wem wir jetzt heute treffen? Hinter der Bühne sind schon Wetten auseinandergegangen. Sie haben quasi gekämpft. Ich bin schon mit Geld bestochen worden. Na, werte Kollegen, ja. Aber ihr braucht euch jetzt nicht prügeln um die Künstleraufgabe, weil es steht eh schon fest. Ich habe das nämlich jetzt entschieden. Vox Club bekommt heute die Künstleraufgabe. Herr Burschen, aber dazu braucht ihr heute schon Fingerspitzengefühl und man muss sich mit Musik auskennen. Aber da kennt ihr euch aus. Aber man kann sich bei dieser Sache ganz schön blamieren. Da kommt einiges auf uns zu. Aber jetzt fangen wir an mit unserem Programm musikalisch. Ich möchte mir jetzt hier nicht die Zähne locker reden, sondern wir fangen an mit wohl der berühmtesten Brille der Welt. Ja, also vielleicht auch in der musikalischen Welt. 50 Jahre steht er jetzt auf der Bühne. Vor 55 Jahren hat er quasi angefangen und er ist immer der große Star, der große Heino gewesen. Das wird auch noch die nächsten 50 Jahre sein. Freuen wir uns. Herzlich willkommen für Sie, ihr, unser mit dem Titel Was wollen wir trinken? Heino! Applaus.
Was wollen wir trinken, so ein Durst? Was wollen wir trinken, 7 Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Es wird der Lob für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird der Lob für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang. Wir schaffen zusammen, nicht allein. Wie lang, ja, für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja, für ein Leben ohne Zwang. Da kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Was wollen wir trinken? Sein neuer Titel. Wir werden ihn später noch einmal sehen. Vielen herzlichen Dank und einen Riesenapplaus für unseren Stargast Heino! Das war's original. Ja. Original Heino. Bleiben wir wieder sonntags. Ja. Kenn ich schon, mein Gott. 25 Jahre. 77 Jahre jung ist Heino. 77. Also wenn ich mit 77 Jahren auch noch mit so Flasche, so fesche Hasen auf der Bühne stehe, ne, dann, ja, und wenn ich noch so rüstig bin, mein lieber Scholli, du, ha, Chef, wie jung sind Sie denn, die Dame? 68. Nein, ich will das gar nicht wissen, das fragt man nicht. Ich hätte sie sowieso viel jünger wahrscheinlich geschätzt, ja, auf alle Fälle, das fragt man nicht. Ja. Weil ich möchte jetzt ganz, ganz liebe Sonntagsgrüße verschicken, nämlich nach Murano. Wissen Sie, wo Murano ist? Ja, wissen Sie nicht, ja, das liegt am Lago Maggiore, nämlich zu Emma Morano, in den Ort Verbania. Diese Frau ist momentan auf dieser Welt die älteste Frau, der älteste Mensch auf der Erde. Diese Frau ist 1899 auf die Welt gekommen und ist ein bisschen älter wie der Heino. 116 Jahre ist diese Frau, Emma Morano. Also da schicken wir mal ganz liebe Grüße an den Lago Maggiore, oder? 116 Jahre. Ja. Ja. Also mein nächster Gast, die muss ungefähr noch Pi mal Daumen 100 Jahre leben, damit sie ungefähr 116 ist. Ja. Vor 3 Jahren ist sie Sommerhit-Königin geworden bei Immer wieder Sonntags und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Sie kommt aus Niederbayern und ich habe sie einmal gefragt, was wäre so für dich das Schlimmste? Dann hat sie gesagt, naja, wenn ich von Niederbayern wegziehen möchte, dann wäre ich wahrscheinlich krank. Ich hoffe, dass sie ganz gesund auf der Bühne steht, weil wir mussten sie nämlich für ein paar Stunden von Niederbayern quasi entlocken. Ihr neuer Titel, Flirten auf Bayerisch. Herzlich willkommen, ihre, unsere Sommerhit-Königin 2013, Corinna Zollner.
Flirten auf Borisch, vielen herzlichen Dank. Unsere Sommerhitkönigin 2013, Corinna Zollner. Somit kommen wir wieder zu unserer Sommerhitparade 2016. Und die Herausforderer heißen Steffi und Marco. Bitte schön einen großen Applaus. Für Steffi und Marco dürfen Sie gerne, gerne abstimmen unter der Telefonnummer 01371 36 55 und die Endziffer 01. Der zweimalige Gewinner vom vorletzten Sonntag und letzten Sonntag aus dem Elsass. Herzlich willkommen, unser Robin Leon. Für Robin Leon wählen Sie bitte die Nummer 01371 36 55 und die Endziffer 02. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, für unsere Gäste aus dem Ausland, sprich für unsere Gäste zum Beispiel auch aus Kärnten, für die Steffi, von dem Duo Steffi und Marco, wählen Sie die Videotexttafel 382. Dort finden Sie alle jeweiligen Telefonnummern, auch ganz wichtig natürlich für den Robin Leon. Einmal anrufen genügt, weil es wird nur ein Anruf gezählt. Und da stehen Sie, Steffi und Marco aus Niederbayern und Kärnten. Herzlich willkommen, das ist euer Applaus. Schau her. Servus, guten Morgen, servus. So, Steffi, du kommst auch aus Niederbayern? Genau, ich komme aus Niederbayern, nee, Bayerischen Wald, genau, von Bogen. Von Bogen. Da kann man auch gerne mal den Bogen überspannen. Ja, wir haben einen sehr, ja, eher so einen großen Berg und das ist der bekannte Bogenberg. Das nennt ihr Berg? Bogenberg. Was soll denn ich da, wo ich in den Alpen lebe? Das sind Erhebungen, oder? Ja, okay, Erhebungen. Erhebungen, ja. Der Bayerische Wald, da ist der große Arber, ne? Genau, das ist der große Arber. Wie hoch ist der? Ja, schon ein paar Meter. Ein paar Meter, ja, gut. Ein paar Meter. In Kärnten gibt es auch Berge. Da kommt nämlich der Marco her. Wo genau? Aus Kärnten, aus Spital. Aus Spital. Da schicken wir mal ganz liebe Grüße hin. Ist in der Nähe vom Milchstädter See, oder? Ja, genau. Da war also ich schon in meiner Jugend, wie ich noch jung war. Ja. Mhm. So, also, Ihr Titel, den dürfen wir jetzt vorstellen. Der Sommer mit dir. Freuen Sie sich auf Steffi und Marco. Der Sommer mit dir, die Herausforderer Steffi und Marco. Zweimal hat er schon gewonnen aus dem Elsass. Da gibt es auch ein wunderbares Gebirge. Wie heißt es bei euch, Robin Leon? Ettendorf, unser Dorf. Heimatdorf ist Ettendorf. Ettendorf. Aber Ettendorf, es gibt ja auch ein paar Berge bei euch drüben, weil wir gerade bei dem Thema waren. Ja, also Berge ist verschiedene, aber jetzt so viele. Das ist nicht ein. Wir haben schöne Berge und ganz schöne Ecke in der Elsass. Du weißt schon, du warst schon dort. Ja, ich war schon dort, ja. Aber wir waren ja sehr schöne Ecke, ja. Ja. Also letzte Woche hast du uns ja erzählt, wenn du als Gewinner quasi heimfährst, so wie letzte Woche und vorletzte Woche, dann grüßen dich mittlerweile schon die Leute. Wenn du jetzt zum Einkaufen gehst, ist es dann schon so, Robin Leon, in Elsass, dass du dann schon mit Sonnenbrille aus dem Haus gehen musst oder ist das alles noch im Rahmen? Ja, also letzten Montag war ich in der Bäckerei früh am Morgen und um 7:30 habe ich den Bus für die Schule zu gehen und dann habe ich den Baguette, La Baguette gekauft. La Baguette, ja. Und dann haben die Leute alle gratuliert und ich habe gesagt, um 7:30 habe ich meinen Bus und dann habe ich den Bus verpasst, aber das ist so schön, wenn alle gratulieren. Ja. Das ist so schön, ja.
Aber was ist dir jetzt lieber, wenn sie dir nicht gratulieren und du erreichst den Bus trotzdem? Ich glaube, dann ist das andere schon schöner, wenn man den Bus verpasst. Ja, ganz genau. Ja, genau. So, sein Titel, Mein Sommertraum, meine Damen und Herren, Robin Leon. Wie straf dich im Sommer am Hafen? Lange konnte ich nicht mehr gut schlafen. Nun seh ich dich durch Zufall hier stehen. Du darfst jetzt nicht gehen, sage ich leise zu dir. Mein Sommertraum steht dir vor mir. Ich kann's nicht glauben. Es bleibt kein Traum, da sehe ich in deinen Augen. Mein Sommertraum wirst du heute Nacht mir endlich da sein. Der Abendstern wird strahlend hell für uns nur da. Dran, Robin Leon aus dem wunderbaren Elsass. Liebe Zuschauer zu Hause, ab jetzt sind die Leitungen freigeschalten. Sie dürfen ab jetzt abstimmen. Zum Beispiel, wir drücken die Daumen für Steffi und Marco aus Niederbayern und den Kärntner Landl aus Österreich. Die 01371 36 55 und die Endziffer 01. Für unseren Robin Leon aus dem Elsass wählen Sie bitte die Nummer 01371 36 55 und die Endziffer 02. Ich drücke da schon mal einen Daumen, da drücke ich auch einen Daumen. Ich muss ja neutral bleiben. Jetzt kommen wir zu Gästen, die werden jetzt hier und da immer wieder sonntags für absolute Stimmung sorgen. Das sind nämlich absolute Karnevalsraketen. Sie sind zum allerersten Mal bei immer wieder sonntags und vor 33 Jahren haben sich diese Burschen zusammengefunden und es jagt ein Erfolg den nächsten. Zum Beispiel auch ihr großer Karnevalhit 2016. Sie nennen sich die Pflasterleger. Jetzt habe ich mir gedacht, Pflasterleger, was heißt denn das? Ha, das heißt einfach auf Kölsch die Paarweier. Ja, so schaut's aus. Mit ihrem Titel herzlich willkommen, Le Marie. Ich kann doch nicht dafür, dass ich so aussehe. Eine Mischung aus Studium und dem Bär. Tag und Nacht such ich die große Liebe.
einen Riesenapplaus für unsere Pavaya aus Gölle. Ganz, ganz liebe Grüße dorthin. Ja, die Pavaya. Da freuen sich meine Gäste hier. Sehr schöne, wunderbare Musik. Hätten Sie jetzt Interesse vielleicht für eine Verkehrsmeldung? Nee. Vielleicht von der Innenstadt von Stuttgart? Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, nein, ich möchte am Sonntagvormittag keine negativen Nachrichten. Ich kann Ihnen sagen, die Nachrichten, die jetzt auf Sie zukommen, die sind alles andere als negativ. Die sind einfach lustig. Da kann man drüber lachen, über diese Verkehrssituationen. Und das wird jetzt präsentiert von einem der bekanntesten Kabarettisten, die wir eigentlich schon fast in Deutschland haben. Herzlich willkommen, der passt so immer wieder sonntags, Christoph Sonntag. Vielen Dank. Hallo Rust, herzlich willkommen. Dankeschön. Leute, ich frage euch eines. Muss das sein? Immer dieser Verkehrsstau. Ich komme ja aus Stuttgart bei uns. Du, das kannst du nicht fahren. Ich fahre bloß mit dem Motorrad. Weil mit dem Motorrad kannst du in Stuttgart noch fahren. Muss halt den Radweg nehmen. Leute, ehrlich, nach 5 Tagen Autofahren in meiner Stadt, da brauchst du kein Wochenende mehr, da brauchst du eine Delfintherapie. Und spätestens jetzt merkt ihr, dass auch mein Leben brutal hart sein kann. Ja. Komm mal mit dem Moped mit 3 Kindern und 2 leere Bierkisten im Waldorf-Kindergarten an. Da wirst du nicht mehr zum Stuhlkreis eingeladen. Und es macht ja auch keinen Spaß mehr, überall diese Baustellen. In Stuttgart hat es mittlerweile mehr Baustellen als im Gesicht von Harald Glöckler. Wenn du pünktlich sein willst, morgens muss ein Tag früher fahren. Und die einzige Chance im Berufsverkehr, die Spur zu wechseln, ist, das Auto neben sich zu kaufen. Und dann gibt es ja immer auch noch diese Verkehrskontrollen, die dich auch noch aufhalten. Leute, ich bin gestern in eine Radarfalle gerast. Hat das gescheppert. Und zu dem ganzen Verkehrsstress hast du immer auch noch diesen Beziehungsstress. Du, ich habe letzte Woche in Stuttgart in einem Restaurant ein älteres Perle belauscht. Sagt sie zu ihm, du, Gerhard, jetzt sind wir doch bald 25 Jahre verheiratet. Wo feiern wir denn unsere Silberhochzeit? Sagt er, du weißt was, legen wir noch 5 Jahre drauf, feiern wir gleich 30-jähriger Krieg. Du weißt schon, als ich schwätze, oder? Ja. Und Leute, da merkst du sofort, in diesem Schlafzimmer herrscht Smog. Also dicke Luft und kein Verkehr. Und dann versuchst du als Mann immer noch was zu retten und schlägst einen tollen Urlaub vor. Zack, gibt's schon wieder Krach, weil die Frau will unbedingt mit. Dann sagst du, lass uns doch bei einem schönen 5-Gänge-Menü mal gemütlich über alles reden. Sie ist wieder nicht kooperativ und will nicht kochen. Und was passiert, Leute, sind wir ehrlich, es kommt, wie es kommen muss. Die Männer gehen immer mehr noch unter sich aus und die Frau mit ihrer besten Freundin. Und was passiert? Auf meinem Weg müssen sie beide mal. Weit und breit kein Klo in der Nähe, sagt die eine, hey, komm, es guckt doch eh keiner. Nachts um 3:30 gehen wir geschwind auf den Friedhof hinter so einen Grabstein. Natürlich auch kein Tempo, nichts dabei. Nimmt die eine halt ihre Unterhose, schmeißt sie nachher weg. Die andere nimmt so eine Kranzschleife, die da rumliegt. Jetzt pass auf, am nächsten Tag treffen sich die Männer. Sagt der eine, du, mir langt's jetzt, weißt du was? Mein Steffi kommt heim, um 4:30 sturzbetrunken, ohne Unterwäsche. Sagt der andere, ja, das geht ja noch. Meine, der Kranzschleife sich in die Füße gehabt. Ja, da stand drauf, wir werden dich nie vergessen. Deine Kumpels von der Feuerwehr. So, jetzt wäre es auch, Schwester. Danke, Rust, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Oh, oh, oh. Die Kumpels von der Feuerwehr. Na, frohe Weihnachten, du. Soll er noch mal kommen, der Christoph Sonntag dieses Jahr? Immer wieder sonntags gerne Christoph Sonntag. Jetzt kommt jemand, den kennen Sie. Aus einer sehr, sehr beliebten Serie. Da geht es mir um gute Zeiten, da geht es auch mehr um schlechte Zeiten. Ja. Aber jetzt mittlerweile macht er auch das, was er auch sehr, sehr gut kann und das schon seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Sie kennen ihn vielleicht unter dem Namen Philipp Höfer, aber im wahren Leben heißt er heute einmal Jörn Schlönvogt. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen mit seinem Titel Weißt du, was du tust? Herzlich willkommen.
bist nicht frei, hat sein Freund zu mir gesagt. Ei, heißes Spiel, da niemand nach Gefühlen fragt. Jetzt liegst du da, in meinem Arm, weil unser Herzgefühl nicht warten kann. Weißt du, was du tust, wenn du mich küsst? Küss mich bitte nur, wenn du mich liebst. Da ist ein Mann, der dich vermisst, weil du jetzt nicht bei ihm bist. Drum küss mich bitte nur, wenn du mich liebst. Nur wenn du mich liebst. Du ziehst mich an, das weiß ich seit dem ersten Blick. Ich fühl den Sturm auf dem Weg in unser Glück. Ich will dich mehr als nur eine Nacht. Doch unser Schicksal liegt in deiner Macht. Weißt du, was du tust, wenn du mich küsst? Küss mich bitte nur, wenn du mich liebst. Da ist ein Mann, der dich vermisst, weil du jetzt nicht bei ihm bist. Drum küss mich bitte nur, wenn du mich liebst. Nur wenn du mich liebst. Ich möchte mit dir fliegen und mit dir durchs Feuer gehen. Doch ich möchte dich niemals weinen sehen. Weißt du, was du tust, wenn du mich küsst? Küss mich bitte nur, wenn du mich liebst. Da ist ein Mann, der dich vermisst, weil du jetzt nicht bei ihm bist. Drum küss mich bitte nur, wenn du mich liebst. Nur wenn du. Weißt du, was du tust? Vielen herzlichen Dank, Jörn Schlönfugt. Mein nächster Gast, die wird sich jetzt hinter der Bühne gedacht haben, boah, wie die tanzen vom Europapark-Ballett und wie der gesungen hat, der Jörn Schlönfugt. Das möchte ich wahrscheinlich auch mal machen, so irgendwann. Da müssen wir aber heute eine kleine Generalprobe machen. Jetzt habe ich eine Verabredung mit einer wunderbaren kleinen Dame. Herzlich willkommen für Sie, Angelina Huber aus der Schweiz. Ja. Die Angelina. Angelina Huber, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, das ist schön. Hast du denn gut geschlafen, Angelina? Ja. Ja, deine Geschwister auch? Ja. Ja, was hast denn alles so für Geschwisterchen? Wie viel hast? Zwei. Wie jung sind die? Also eine ist 13 und eine ist 3. Aha. Und wer ist da so die heimliche Chefin von euch? Die 13-Jährige, also meine größte Schwester. Mhm. Und was ist, wenn sie mal so richtig anschafft? Sagst du dann, sagt sie dann Zimmer aufräumen oder jetzt gehen wir raus zum Spielen oder was sagt Nein. sie da? Was dann? Hast du dich schon mal geärgert über sie? Kannst heute sagen, bleibt ihr unter uns? Nicht, oder? Nein, wir wollen da nicht petzen. Ne? Sag mal, woher kommst du denn genau aus der Schweiz? Also aus Wild. Das liegt zwischen St. Gallen und Zürich. Kenn ich. Bin ich schon oft vorbeigefahren. Ja. Wie jung bist du denn? 10 Jahre alt. 10 Jahre. Pah. Und dann hast du schon den Mut, hier vor dem roten Mikrofon zu singen. Millionen Publikum, immer wieder Sonntagsarena, 12.534 Leute. Ja. Es ist schon mutig. Aber du kommst mir jetzt so ziemlich so ein bisschen ausgeglichen vor. So die Ruhe in Person, gemütlich, schau her, da stehen wir beide.
genießen hier die Bühne. Schon, na, du bist schon eine gemütliche Maus. Ja. Ja. Gemütlich ist auch dein musikalischer Begleiter, den kenne ich auch schon seit, oh mein Gott, 60 Jahren ungefähr. Ne? Georg Eichhorn, herzlich willkommen, es ist dein Applaus. Schön, dass du wieder hier bist. Gemütlichkeit. Ja, am Sonntagvormittag sollen wir es gemütlich angehen lassen, die Sonne genießen. Na, hier im Europapark, das ist schön. Was wirst du uns jetzt denn singen? Probier's mal mit Gemütlichkeit vom Dschungelbuch. Welch ein Zufall aber auch. Ha? So, liebe Angelina, aus Wiel in der Schweiz, probier's mal mit Gemütlichkeit, nicht aufgeregt sein. Wenn du es so machst wie gestern, da hast du alles schon im Kasten. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Gemütlichkeit. Probier's mal. Angelina Huber! Mit 10 Jahren. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ist dir jetzt ein Stein von Herzen gefallen? Bist froh, dass es vorbei ist? Ja. Okay, was wirst du denn eigentlich mal so beruflich machen, Angelina? Eine Lehrerin von einem Single. Also, eine Gesangslehrerin? Ja. Ja. Das hast du ja schon drauf. Da hast du heute schon quasi das Casting gewonnen. Ja? Kriegst von mir ein Zertifikat für Musiklehrerin. So können wir das machen. Ne? Das ist schön. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Jetzt gibt's aber noch, schau mal her, ein kleines Geschenk für dich. Das hast du dir, glaube ich, gewünscht. Vielen herzlichen Dank. Ah, ein blaues Skateboard. Ach so, ist ja pink. Ist das cool? Ja. Ja, kann man damit in der Schweiz schon fahren damit? Da sind auch so hohe Berge. Nicht so. Nicht so. Fast St. Gallen Richtung Bodensee runter, da wird es wieder flacher. Ne? Das ist wunderbar. Schau mal her, das ist dein Skateboard mit 2 Herzen. Eins habe ich dir heute schon geschenkt. Und das hast du dir einfach verdient. Einen riesen Applaus nochmal für Angelina Huber aus Wiel. Das sollte erst mal einer nachmachen, hier zu stehen. Meine Damen und Herren, wer am Anfang seiner Karriere steht, der hat oft mit Niederlagen zu rechnen. Da werden einem auch mal Steine in den Weg gelegt. Ich weiß, von was ich spreche. Aber wenn man immer an sich glaubt und immer wieder weitermacht, dann kommt man an sein Ziel. Nochmal, wie gesagt, ich weiß, von was ich spreche. Mein nächster Gast, ja, der ging es auch so ähnlich. Aber peu à peu mit Auftritten hat sie sich ganz nach oben gesungen. Mittlerweile ist sie fast schon Stammgast von Immer wieder Sonntags und ich freue mich heute sehr, dass sie wieder einmal zu Gast ist. Zwischenspiel, das ist ihre neue Single. Herzlich willkommen für Sie, Anna-Karina Wojcik. Wir sind für Applaus gemacht.
Eine tolle Frau, ein tolles Lied, eine tolle Stimme. Anna-Karina Wojcak! Vielen Dank! Da ist sie. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen, einen Anna. Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan. Hast du gut geschlafen? Ja. Genießt unsere Stimmung? Total, ich bin auch richtig aufgeregt. Ehrlich? Ja, mein Herz. Ach ja, jetzt ist schon vorbei, jetzt ist auch schon egal. Ist alles gut. Nee. Aber eigentlich bist du ja nicht aufgeregt, weil du kommst eigentlich aus einer künstlerischen Familie. Ja. Man könnte ja sagen, quasi ein fahrendes, rollendes Theater. Richtig, genau. Erzähl mal ein bisschen drüber. Seit wann gibt's denn das? Also meine Familie, meine Eltern und ich betreiben ein Marionettentheater. Ja. Und uns gibt's schon seit über 300 Jahren. Seit 300 Jahren? Ja. Oh. Da sieht man es jetzt, die ja. Familie, da ist der Bruder mit drauf, Mama und Papa. Genau. 300 Jahre. Ja. Ich denke ja in der heutigen Zeit mit Smartphones und alles Mögliche und Playstation zu Hause, aber ich glaube schon noch, die Faszination, die Marionettenpuppe, die ist, glaube ich, bei den Kindern schon noch da, weil ja, ihr seid ja sehr erfolgreich unterwegs. Genau, wir sind in vielen Kindergärten, in Schulen unterwegs und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Kinder von Facebook, WhatsApp auch mal wegzuholen in die Märchenwelt. Ja. Und das ist immer wieder schön zu sehen, dass die Kinder die Märchen lieben und die Puppen. Ja, das sieht man jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel das Theater. Ja, danke. Ja, das ist so, das ist ein wichtiges Thema, ne? Das Theater hier, genau. Das wird quasi aufgeklappt. Und wie viele Leute passen da so rein? Also das ist unser Trakt, der ist 14 Meter lang und hat 100 Sitzplätze. Aber also das wird aufgemacht, also man muss sich nicht den Anhänger reinsetzen. Doch, das ist da eingebaut. Also unsere Marionettenbühne ist da eingebaut und an der Seite ist eine Treppe und die Kinder können dann Platz nehmen und auch die Erwachsenen. Und wo wohnt man da so? Wir leben das ganze Jahr über einen Wohnwagen. Also so wie Tante Elfriede oder der Holländer in Bibione an der Adria oder wie? Nee. Nein, also das ist schon heute sehr modern. Es fehlt uns an nichts und das sind ja riesengroße Trucks und toller Komfort. Wir sind da ganz zufrieden. Das bist du als kleines Kind? Ja, links.
Also ich dachte rechts, nee, also links, ja. Ja. Aber du bist ja quasi damit aufgewachsen, also dann hast du ja wahrscheinlich auch mehrere Schulen besucht, also ihr wart ja ständig unterwegs. Wir haben jede Woche den Standplatz gewechselt und ich habe über 400 Schulen besucht. Ja, jede Woche eine andere. Ja, aber das muss ja wahnsinnig anstrengend sein, oder? Total. Ja. Gut, ich bin jetzt 23, damals gab es noch kein Facebook und da gab es noch diese Eintragebücher. Ja, mit dem Bild, das war eigentlich auch ganz lustig. Ja. Und ja, da war das immer schwierig, Freunde zu finden, weil man ja immer nach einer Woche wieder gehen musste. Ja, auf alle Fälle. Ja. Jetzt wollen wir uns ein bisschen was anschauen hier. Zum Beispiel die Marionetten. Puppen darf man ja sagen. Ja, richtig. Jetzt lassen wir mal richtig die Puppen hier tanzen. Junge, hier ist der Kasperle. Guten Tag, liebe Zuschauer. Guten Tag, lieber Stefan. Guten Tag. Ja, die rechte Hand bekommst du. Grüß dich, lieber Freund. Guten Morgen. Sag mal, Kasperl, wo ist dann das Krokodil und die Polizei? Ja, die haben heute nicht frei bekommen. Die sitzen vorm Fernsehen und schauen immer wieder Sonntag. Ja, das ist schön. Da haben sie recht, ne? Der Kasperl. Das ist der Liebling aller Kinder, der darf bei uns nicht fehlen. Ja, das bin ich zu Hause bei mir in der Familie. Ja, auf alle Fälle. So, gut, wir wollen uns mal den anderen. Wer ist denn er hier? Ja, das ist der Charlie. Der Charlie von Charlie Brunner. Brunner. Ja, das ist der Charlie ohne Brunner. Also, das ist unsere Kunstpuppe. Vielleicht kannst du die ja auch mal halten und mal bewegen. Ja. Einfach so mit Gefühl über die Bühne gleiten lassen. Und ich rauche dabei. So. Der fährt aber ein bisschen Scheps hier durch die Gegend. Ja, also du machst das wirklich toll, Stefan. Ja, ich mach das total toll. Ja. Wir bräuchten da auch noch einen Puppenspieler ab und zu, dann werde ich auf dich zurückkommen. Nein, ich werde kein Puppenspieler von Mexiko. Ich bleib hier in Ruhstock, gefällt's mir besser. Ja, das ist schön. Also das wunderbar. Machst du wirklich toll. Nein, das mache ich Darf nicht toll. Darf ich dir noch mal, genau. Schuster, bleib Doch, bei deinen Leisten. Doch, hat er gut gemacht, oder? Nein. Doch, Stefan, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja. Also, dann wünschen wir weiterhin alles Gute. Dankeschön. Nächstes Jahr gehen wir auf große immer wieder Sonntagstournee. Oh, ich freue mich ganz doll. Das wäre total schön. Einen Riesenapplaus nochmal für Anna-Karina Wojcik. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Mein nächster Gast, dem sein lieber Musik... Lieber Stefan, entschuldige bitte nochmal. Jetzt geht's noch nicht mit dem nächsten Gast weiter. Nein. Okay. Denn ich muss dir etwas gestehen. Ach du meine Güte. Was kommt denn jetzt? Also in den letzten 6-7 Monaten habe ich mich intensiv jeden Tag und ja auch jede Nacht mit Stefan Mross beschäftigt. Ja. Du weißt schon, dass Journalismus hier in der Arena ist, ja, ne? Ja. Und ich muss auch sagen, in der Zeit habe ich mich irgendwie in dich verliebt. Mein Herz rutscht gleich in die Hose. Also, ich würde sagen, schau doch einfach mal selbst, denn eine Puppe habe ich noch vergessen. Ach nee, oder? Das ist mein kleiner Stefan. In den hast du dich verliebt. Ja. Das bin ja ich. Das bist du. Oh. Schau mal, ist der nicht süß? Der darf jetzt dann bei euch auch mitspielen? Ja, der spielt bei uns mit und der hat sogar die ganze Zeit unter meinem Bett geschlafen. Ja? Das wirklich? Ist schön. Da ich freuen mich wir da uns. Immer erschreckt. Ich hoffe auch, dass du brav warst mit der Anna-Karina. Ja, ne? Er wunderbar. War ganz brav. Ja, immer, das ist schön. Ja, muss ich sagen. Und die geht jetzt zu euch ins Theater? Die kommt zu uns, aber darf ich die dir noch mal abnehmen? Ja. Wir haben etwas vorbereitet. Setz dich doch bitte mal hin. Wir haben extra aus dem Puppentheater 2 Stühle mitgebracht. Und die Redaktion und ich haben uns eine kleine Überraschung überlegt, von der du noch nichts weißt. Wir haben aber noch nicht die letzte Sendung, ne? Nein. Lass dich doch mal überraschen und schau dir selber zu, lieber Stefan. Dankeschön. Lieber Stefan, kleiner Stefan, du bist für uns ein toller Mann. Ein Mann, der einfach alles kann. Wo fang ich an? Moderieren, mit Herz agieren. Die Sendung hier ist doch der Hit. Wir schunkeln alle kräftig mit. Du hältst uns fit. Deine Art und Weise, mal laut, mal leise, kein anderer macht das so wie du. Du bist für uns der Sonntag.
Herz klug, hör mir gut zu. Sieh, wie dich lachen und Scherze machen, dann geht's uns sofort rundum gut. Bleib wie du bist und hab den Mut, wir ziehen den Hut. Lieber Stefan, kleiner Stefan, du bist ein richtig netter Typ. Vielleicht gefiel dir dieses Lied, wir haben dich lieb. Wir haben dich lieb. Danke, lieber Stefan, für die schöne Zeit, die du uns immer schenkst, jeden Sonntag. Dankeschön. Ich hab zu danken. Ich hab ganz, ganz groß zu danken. Vielen Dank. Bei meinen Mädels auch hinter der Bühne, das habt ihr wieder ganz ohne mich hier eingefädelt. Eingefädelt in dem Sinn. Ne? Vielen, vielen herzlichen Dank Dankeschön. An die Redaktion, an meine Crew hinter der Bühne. Und Dankeschön, danke dir auch, Stefan. Ja. Wir sehen uns hinter der Bühne. Genau, wir freuen Anna-Karina uns. Wojcik, vielen Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Stefan Dankeschön. Ross, das ist schön. Dankeschön. Sogar mit Lederhosen. Ah, ist absoluter Wahnsinn. Mein nächster Gast, tja, dem sein Musiklehrer war nämlich Luciano Pavarotti. Müssen Sie sich vorstellen, ja? Ich nenne ihn immer so den Caruso der Berge. Ich habe ihn schon so oft so angesagt, aber lieber Rudi, es ist einfach mal so. Du stellst halt deinen neuen Titel vor, eines Tages wirst du fliegen. Ja, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, aber hören Sie jetzt auf diesen wunderbaren Text von Rudi Giovannini. Verlassen lag er am Straßenrand, die Federn voller Staub und Sand, und er schaute mich traurig an, ich hob ihn auf. Sein kleiner Flügel war verletzt, und ich hab ihn auf die Hand gesetzt, und dann fing ich ein kleines Lied zu singen an. Eines Tages wirst du wieder fliegen. Eines Tages trägt dich der Wind. Und dann wirst du jeden Sturm besiegen. Eines Tages alles neu beginnt. Ich nahm ihn mit zu mir nach Haus, er verlor die Angst und ruhte aus, doch ich wusste auch, dass ich ihn nicht halten kann. Und dann kam der Tag, es war so weit, der Abschied kam vorbei die Zeit, und zum letzten Mal ich das kleine Lied ihm sang. Eines Tages wirst du wieder fliegen. Eines Tages trägt dich der Wind. Und dann wirst du jeden Sturm besiegen. Eines Tages alles neu beginnt. Eines Tages wirst du wieder fliegen. Eines Tages trägt dich der Wind. Und dann wirst du jeden Sturm besiegen. Eines Tages alles neu beginnt. Eines Tages alles neu beginnt.
Vielen herzlichen Dank, Rudi Giovannini. Wir begrüßen jetzt eine wunderbare, schöne Frau mit einer großartigen Stimme. Und was mir an dieser Frau ganz besonders gefällt, sie interessiert sich für alte Autos. Sie selber besitzt einen uralten Käfer, mit dem sie auch lange, lange große Strecken zurücklegt. Wir haben ein Foto ihrer großen Liebe eingeblendet. Und man muss sich das so vorstellen, wenn sie mit diesem Käfer, und mit dem fährt sie wirklich viel herum, unterwegs ist, dann spürt sie das, das gewisse Adrenalin. Und damit ist sie heute zu Gast bei Immer wieder Sonntags. Ihr aktueller Titel Adrenalin, hier ist für Sie Ella Endlich. Wir fahren und fahren, bis wir Tageslicht sehen. Ohne ein Wort zu sagen, können wir uns verstehen. Straße um Straße verblasst, die Stadt. Herzlich willkommen wieder einmal bei Immer wieder Sonntags. Hey, einen wunderschönen hey. Guten Morgen. Kennst du dich eigentlich aus mit Prominenten? Ja, ich kenne so ein paar. Schon, oder? Ja. Du warst ja jetzt groß auf Tournee. Du hast genau. Zum Beispiel singen dürfen mit dem großen Paul Potts. Paul Potts, das war ganz toll. Wie? Schönes Duett, ja. Wie war das so? Große Stimme, ganz herzlicher Mann. Das ja? hat mich sehr gefreut. Das ist schön. So, jetzt pass mal auf. Wir haben hier 20 Prominente. An der Wand. Ich sehe schon. Quasi, wir haben sie hingenagelt. Na, heute bei Immer wieder Sonntags. Ja. Den kenne ich nicht da. Den da? Nee. Nee, ist ein Nachwuchssänger. Den kenne ich auch nicht so. So ein Nachwuchstalent. Ja. Nachwuchstalent, ja. Wir haben hinter der Stimme quasi einen Mann sitzen, der wird jetzt Stimmen der Prominenten quasi imitieren. Ja. Ich gebe dir aber kleine Hilfe dazu und okay. werde dann das Spiel weiter erklären. Mhm. Nämlich für Sie einen großen Applaus. Heino! Da ist er nochmal. So, guten Morgen, mein lieber Freund. Guten Morgen. Guten Morgen. Habe die Ehre, Heino. Servus. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Chef. So, ich habe schon gesagt, ja.
Hinter der Wand sitzt ein Mann, der jetzt gleich Stimmen imitiert. 6 an der Zahl. Aha. Ihr dürft dann den jeweiligen, wo er meint, Prominenten an Position 1 hinhängen. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob er vielleicht 6 Prominente richtig zugeordnet findet. Ob wir das schaffen, wenn er das gut macht? Er soll, ihr sollt mindestens 5 machen, weil sonst dürft ihr leider bei ihm wieder sonntags nie wieder auftreten. 6 dürfen wir nicht machen. Ihr dürft auch 6 machen, aber mindestens 5. Ja. So, hinter der Bühne, den darf ich vorstellen, wir haben hinter eine Wand gestellt, weil natürlich durch Mimik und Gestik ist es natürlich ein bisschen leichter. Darum haben wir gesagt, wir schirmen ihn ein bisschen ab. Herzlich willkommen, Peter von Kron, der Mann mit den 100 Stimmen. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, Herr Kron, Sie sind bereit? Bereit. Sie sind bereit. Dann würde ich sagen, auf den ersten Prominenten, los geht's. Ja, wir haben schon auch gespürt, sag ich mal, wir haben schon auch gespürt, dass der Weg zum EM-Titel ein langer Weg wird. Aber es haben ist schon auch klar, sag ich mal. Haben wir ihn auch gespürt? Es ist schon auch klar, je länger die Euro dauert, desto schneller kommt das Ende. Ja. Also, ich glaube, das war jetzt nicht so schwierig, das oder? Ist uns beiden klar, oder? Ja, uns oder? Ja. Dem Publikum? Ja. Soll ich mal gucken? Ja, bitteschön, Ella. Da. Der Yogi, sagst du? Ach, der Yogi. Der hier gleich um die Ecke wohnt. Sehr schön. Ich glaube, das war jetzt, vielleicht wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Herr Kron, bitteschön. Meine Damen und Herren, als Showmaster war ich schon bei vielen Festen der Volksmusik, ja? Und wäre heute auch gerne bei Ihnen. Aber aus familiären Gründen musste ich heute leider zum großen Fest der Fischer. Aha, uns geht ein Licht auf. Ne? Ja, mir aha, auch. Da ja. geht doch glatt das Bügeleisen an. Ja. Also, Florian. Ella. Ja. Ich glaube, unser lieber haben Kollege und Freund, oder? Ja. Wo ist er denn? Florian. Ah, nee, das war er. Aber waren natürlich ein bisschen kurzatmig, aber das ist... Ja, da war er wahrscheinlich ein bisschen nervös, der Florian. Ja. Ein bisschen kurzatmig. Hat der Ella gegenüber gestanden. Auf alle Fälle. Herr Kron, bitteschön, der Dritte. Ja! Hallo, liebe Kinder, groß und klein. Ich mag gar nicht mehr lustig sein. Mehr als 50 Bühnenjahre, doch auf der Birne kaum mehr Haare. Ja! Und, das, was ja. meint ihr? Das ist Ella. Ziemlich klar. Natürlich, es muss... Mr. Ostfriesland. Kann nur einer sein. Das kann nur einer sein. Ja. Der Otto. Der Otto. Otto. So, bitteschön. Herr von und zu Kron. Bin ich schon drin? Dran. Entschuldigen Sie, ich bin gerade sehr nervös. Sie sehen es vielleicht an meinen Augen. Man sagt ja von mir, mein bester Aufschlag sei mein Augenaufschlag. Ja. Das ist ganz klar, ich spiele Tennis. Er ist es nicht. Ja. Nee, er ist es nicht, aber ich spiele Tennis, seitdem ich 9 bin. Von daher Held meiner Kindheit. Ja gut, dann hol mal den lieben Boris. Das ist, ja. So, also bitteschön, der Nächste. Alles bis jetzt passt es, glaube ich, ja, wunderbar. Perfekt. Herr Kron. Meine Damen und Herren, leider parodiert man mich oft nur mit dem Satz Respekt, mein Lieber. Wetten, dass ich mehr drauf habe. Ja, das weiß ich nicht. Das war doch eindeutig. Ja, für mich nicht. Ist dir das klar? Ja, aber also, völlig. Mir ist es nicht klar. Wetten. Dafür kriegt er die. Ja. Ja, also ich habe ihn nicht erkannt. Also. Nee. Aber ihr müsst trotzdem einen zuordnen. Schau mal. Bitte schön. 3, 2, 1, jetzt. Nicht vorsagen, bitte im Publikum. Wetten. Vielleicht. Hä? Nee, das glaube ich nicht. Der Hansi war das nicht. So, Heino, entscheide dich jetzt. Ich bin raus. Ich weiß nicht, wer das Geschäft. Ist. Also. Jetzt, greif einen zu. Ich geh mal du sagst Mike Krüger, okay? Ich geh mal zu Mike Krüger. Also, okay, Mike Krüger. Heiner sagt Mike Krüger. Herr Kron, bitteschön, der Letzte. Hallöchen, keine Panik. Ich bin 70. Leute, ich sag euch eins, mit 70 geht es erst so richtig los. Darum lasst die Sau raus. Naja, er ist ja gerade 70 geworden, also gut, dass er 70 sagt. Nicht, wenn er jetzt gesagt hätte, mit 17 habe ich noch Träume. Das ist natürlich schlecht. Aber du weißt, wer es ist. Ja, hinterm Horizont, ne? So, komm, gehen wir zusammen hin, machen wir das. Geht's weiter.
So, das war der liebe Udo. Udo. So, ja. Dann darf ich jetzt mal begrüßen, ganz offiziell, Peter von Grohn. Herzlich willkommen auf der Bühne. Grüß dich, Stefan, hallo. Sehr schön mich. Gemacht, darf Danke. Ich vorstellen. Heino hallo, freut mich. Ella Endlich. Hallo, freut mich auch. Auf Danke. Der großen Bühne. So, jetzt sind wir gespannt. Also, Position 1, das war, glaube ich, eindeutig, oder? Hast du auch perfekt gemacht, Peter. So, hier haben wir der große Showmaster, Florian Silbereisen. Hier haben wir Otto Walkes, Boris Becker. Bleibst du immer noch dabei? Ja. Es war Thomas Gottschalk. Ach so. Also, ich wäre es gewesen. Wäre es gewesen. Und hier natürlich Udo Lindenberg. Aber es ist einfach mal so. 5 geschafft. Ihr bleibt und werdet immer noch Stammgäste von Immer wieder Sonntags. Ich bedanke mich. Dank, alles Gute. Peter Grohn, einer der größten Stimmenimitatoren, Dankeschön. Die wir in Deutschland haben. Dankeschön. Dankeschön, Heino. Wir sehen uns später nochmal. Und viele Grüße. Dorthin, wo du hinfährst mit deinem wunderbaren Käfer. Weiterhin viel Erfolg. Ella Endlich! Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer Gruppe. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil da singt nämlich der Papa, die zwei Buben und quasi Freunde mit. Ja. Der Papa, der hat quasi die längsten Haare von allen. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich für einen Papa, aber der ist halt einfach mal, wie man in der heutigen Zeit sagt, einfach mal cool. Na? Das kann eigentlich nur ein Zillertaler. Wir erinnern uns alle an Peter Steinlechner von den Zillertaler Schürzenjäger, aber er ist ein anderes Original. Ja? Ich glaube, das kann man auch wirklich nur in Meierhofen machen. Hier sind sie mit ihrem neuen Titel Ram Dam Dam, die Meierhofner! Herzlichen Dank, Ramtamtam. Ihr neuer Titel, die Meierhofner. Liebe Zuschauer, liebe Gäste hier in der Immer wieder Sonntagsarena, ich darf Ihnen jetzt die Lissi vorstellen.
Ja, das ist die Lissi aus Berlin, eine ganz besondere, liebe, ältere Dame, mittlerweile 11 Jahre, haben wir schon zusammen, ne, liebe Lissi. Ja. Wie Sie sehen, ein sogenannter typischer Senfhund. Haben Sie noch nie gehört? Ein Senfhund. Da hat jeder quasi, weil er Mischling ist, seine Senf dazu beigetragen. Ne? Ja, ist ein bisschen durcheinander. Ich würde heute mal sagen, am Tag des Hundes, der heute ist, das wird heute der Lissi ein ganz großer Tag. Und ich begrüße heute die das Herrchen und das Frauchen, herzlich willkommen, Angelika und der Gerhard aus Berlin. Herzlich willkommen bei Immer wieder Sonntags. Danke, Stefan. Ja. Die Lissi, kann man sagen, ist eine Lebensretterin. Da kommen wir jetzt aber gleich nochmal drauf. Wie ist denn eigentlich die Lissi zu euch gekommen? Fangen wir mal mit der Geschichte an. Ja, also Lissi ist bei uns zu uns gekommen aus dem Tierheim Berlin. Ja. Und sie war eigentlich für meine Freundin gedacht. Und da haben wir aber, dann haben die beide, sie hatte mich ausgesucht. Und die beide kamen nicht so ganz klar und ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie zurückzubringen. Ja, auf alle Fälle. Ja, was hat der Gerhard dazu gesagt, Gerhard? Naja, ich war erstmal nicht begeistert, weil ja, so ein kleiner Hund passt da eigentlich nicht zum Mann. Aha, okay. Weil du hast ja schon mal einen Hund gehabt. Ein größeren Schäferhund. Ein Schäferhund. Ja. Jetzt habe ich ja schon betont, Lebensretterin. Am 14. April 2016, liebe Angelika, was ist damals passiert? Ja, da ist Lissi also zu mir aufs Bett gekommen und hat mir einmal ihre Pfote übers Gesicht gewischt. Nachts um 5 oder ja, früh um 5? Ja, kurz nach 5, ja. Und dann denke ich, was ist denn los? In dem Moment höre ich auch schon Hilferufe und bin also ans Fenster gegangen und sehe den Rauch und habe sofort also bei der Feuerwehr angerufen und habe dann gesagt, es brennt bei uns. Und es ruft eine Frau um Hilfe und die kam dann auch ganz schnell, die Feuerwehr, muss ich sagen. Ja. Und die Frau wurde gerettet über einen Sprungpolster. Die ist also beim Fenster raus und ist gerettet worden. Und bei uns ging dann zu Hause der Strom aus, weil wir sollten eigentlich noch in der Wohnung bleiben. Aber dann ging der Strom aus und dann sagen wir, haben unseren Küchenfenster die Flammen. Und dann haben wir gesagt, nee, also ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt auch raus und sind... Wo hat denn diese Dame oder diese Person gewohnt? Im 5. Stock. Und Sie wohnen im 6. Im Stock? Im 6., ja. Also quasi direkt unter Ihnen hat es gebrannt? Nicht direkt, aber ja, daneben die Wohnung. Daneben die Wohnung? Ja, also die Wohnung neben uns, die ist auch mit ausgebrannt. Und okay, unser Fenster, sage ich mal, unser Küchenfenster hat gehalten. Es ist ja ein sehr, ich möchte mal sagen, schüchterner Hund. Na, eher ruhig, ja, ruhig sehr gehalten. Ruhig, ja. Und Sie kamen da früh um 5 und hat quasi dem Frauchen mit der Pfote eine runtergehauen und sagt auf die Art: Hallo Frauchen, wach jetzt endlich auf, es brennt. Ja, das, sie ist halt so, dass sie dann, wenn irgendwas ist, was ihr nicht so gefällt oder was also nicht ist, dann kommt sie natürlich sofort zu mir. Wachsam wie ein Schäferhund, Gerhard. Ja. Na? Wir haben ein paar Bilder hier. Also ein Bild, wo man es sieht hier. Also das ist jetzt hier im 5. Stock, oder? Ja. Da, wo unten die Flammen rauskommen, da drüber, das ist unsere Nachbarwohnung. Und wo links die Flammen sind, das ist daneben, wo, also ist unser Küchenfenster. Wahnsinn. Unser Küchenfenster hat eigentlich nur einen Riss von außen. Es hat gehalten, aber leider der Fußboden muss jetzt raus. Naja, aber und nun müssen wir für ein halbes Jahr auch ausziehen. Gott sei Dank, es kamen keine Menschen zu Schaden. Geben. Und das kann man wirklich dann der Lissi verdanken. Lissi am Tag des Hundes, die große Lebensretterin. Da gibt es mal einen Riesenapplaus. Die Lissi hat wirklich das Leben gerettet. Stellvertretend für alle 8 Millionen Hunde, die es in Deutschland gibt, wollen wir uns bei Lissi bedanken. Unsere charmante Assistentin hat für uns heute einen Korb schon hier hergestellt. Lissi, da guck mal. Ja, schau mal her, was wir hier alles haben. Dich. Das ist, glaube ich, für den Gerhard. Das ist dem kleinen Lissi ein bisschen zu groß. Da haben wir ein bisschen was zum... Aber die Würstchen. Ah, das ist die Würstel hier. Die Würstchen. Alles wunderbar. Die Wiener Würstchen, ne? Wiener Würstel. Ich stelle das mal hier her. Wunderbar. Na, am Tag des Hundes, der große Lebensretter, die Lissi. Jetzt singen wir gleich noch ein Loblied für die vierbeinigen Freunde. Aber vorher möchte ich mich noch bedanken, Gerhard, liebe Angelika, liebe Lissi, dass ihr uns besucht habt. Die Lebensretterin vorzustellen bei Immer wieder Sonntags. Das ist euer Applaus nochmal. Und wir möchten uns auch bedanken. Sehr gerne. Dass Lissi bei Ihnen sein darf. Es geht jetzt um einen vierbeinigen Freund. Es geht quasi auch um die 12-jährige Sissi und ihre Paula. Dies ist nicht irgendein Hund, denn ihr Hund ist ein absoluter Superstar. Die Sissi singt: Paula, mein kleiner Superstar. Herzlich willkommen, Sissi. Paula, Paula, bist so ein süßer Hund. Paula, Paula, machst meine Welt ganz bunt. Die Frau im Fernsehen hielt ein Knäuel in ihren Armen. Ich sah es gleich, es war ein kleiner süßer Hund. Das wird
Mädchen Paula wünschte sie nicht ein Zuhause. Es war verlassen worden, keiner weiß den Grund. Ich war sehr traurig, hatte Tränen in den Augen, als Papa sagte, gib mir schnell das Telefon. Er sprach sehr freundlich mit der Frau vom Fernsehen. Auf Paula wartet hier ein kleines Mädchen schon. Mein Hündchen Paula, 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 la, la, la. Schnäuzchen, es berührte mein Gesicht. Vom ersten Tag an wurden wir die besten Freunde. Ich glaub, dass diese Freundschaft niemals mehr zerbricht. Sie ist sehr klug und lernt auch viele schöne Dinge. Kann tanzen, klettern, rutschen und auch balancieren. Springt wie ein Tiger mutig durch den Reifen. All meine Freunde finden's cool und applaudieren. Paula, 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 la, la, la. Paula, Paula, mein kleiner Superstar. Paula, Paula, ich mag dich ja so sehr. Paula, Paula, ich geb dich nie mehr her. Ein kleines Leckerli bekommt sie zur Belohnung. Das mag sie sehr und schaut mich fröhlich dabei an. Doch es gibt da noch so viel andere Dinge, mit denen ich die Paula glücklich machen kann. Spazieren gehen, spielen, streicheln, lange kuscheln. Mit ihr zum Doktor gehen, wenn ihr der Bauch tut weh. Danach ihr sagen, dass ich sie so lieb hab. Dann ist die Welt für Paula gleich wieder okay. Denn liebe kleine Paula, du bist mein bester Freund. Bist meine kleine Sonne, die immer für mich scheint. Ganz Deutschland sucht den Superstar. Die Sissi hat ihre Paula gefunden. Vielen herzlichen Dank am Tag des Hundes. Meine Damen und Herren, normalerweise unterhalten wir ja gerne bei Immer wieder sonntags, aber man sollte natürlich auch etwas dazulernen und sich auch mal informieren. Wir haben nämlich jetzt einen Experten mit wichtigen Informationen für Sie. Quasi der richtige Umgang mit Medikamenten. Übrigens, es könnte sein, dass der Experte eine Ähnlichkeit hat mit Marco Riemer aus der Schweiz. Also nur als kleinen Tipp von mir. Aber begrüßen Sie zunächst erstmal Dr. Huber Weiß aus der Schweiz. Bonjour, Mesdames et Messieurs, ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Je m'appelle Dr. Hugo I. Weiß, weiß wie der Schnee und ist er gelb, sollten Sie ihn nicht essen. Sie merken, Humeur ist eine sehr wichtige Angelegenheit pour moi. Et pourquoi bin ich auch eine kleine Scherzkeks? En français, un biscuit d'humeur. Ich arbeite seit 12 Jahren in die Verarschung, in die Forschung für die Pharmakonzern La Roche-Chaux. Ich arbeite aber nicht nur in die Verarschung, in die Forschung, sondern habe in den letzten 10 Jahren als Testperson auch Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschmückt. Ich möchte Ihnen meine kurze Referat belegen und beweisen, dass die übertriebene Kritik, insbesondere was die Nebenwirkungen von Pillen anbelangt, von der schreibenden Presse total übertrieben, aus der Luft gestampft und aus dem Boden gegriffen.
Schiermer, Trutgül, Scheißen, Dreck. Es ist nicht wahr, ce n'est pas vrai, dass wir den Ärzten Ferienreisen bezahlen, nur um sie so zu manipulieren, dass sie unsere Produkte kaufen. Herr München, Sante, Schie. Und es... Und es ist nicht wahr, dass ein Drittel aller Patienten an den Nebenwirkungen von Medikamenten stirbt. Zumindest nicht gleich. Und das macht mich wütend. Schier, mehr Trutgül, Scheißen, Dreck. Wir von La Rochelle sind kreativ und geben ihren Leiden einen Sinn. Wir wollen ihr Leben mit neuen und unbekannten Krankheiten bereichern. Schmerzen können auch Freude machen. Und Schmerzen halten sie auf Trab. Und deshalb erfinden wir immer wieder neue Krankheiten wie Hyperaktivität, Penisneid, Potenzstörungen und ganz, ganz schlimm, die Schwangerschaft. Wir ertragen es einfach nicht, mit ansehen zu müssen, wenn sie nicht merken, woran sie nicht leiden. Sicher wollen Sie von mir hören, was ich in den letzten 10 Jahren als Testperson an Pilleli und Zäpfeli... Hallo? Nee. An Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschluckt habe. Hallo, ich habe Pilleli gegen Kopf-, Hals- und Ohrenschmerzen, gegen Migräne, Moräne, Arthritis und Bronchitis geschluckt. Habe Impfungen an mir machen lassen gegen Malaria, Himalaya, Hochfuß, Senkfuß, Mittelfuß, Bleifuß, Düfuß, Mumpf, Rötele, Eglifilet und Forelle blau nach Müller in Art. Et le résultat? Ich bin immer noch voll in Schuss. Und leide bis dato an keinen nennenswerten Nebenwirkungen. Im Gegenteil, ich fühle mich jung wie ein Reh. Ein Exempel. Glauben Sie wirklich, dass man heutzutage die uns allgemein bekannte und lästige Grippe mit Essigschöckeli und Zwiebelwickeli ausrotten, vernichten und bekämpfen kann? Moi pas, non et pourquoi? Weil wir zuerst mit einer genauen Analyse. Analyse. Feststellen müssen, um welche der zicke, zacke, tausenden Grippen es sich handelt. Handelt es sich um die Vogelgrippe? Oder müssen wir der eiligen Grippe von Bethlehem den Kopf ansorgen? In ihrem Magen herrscht Krieg und in ihrem Magen wird entschieden über Krieg oder Frieden. Tolstoi. Alors, was ist zu tun? Qu'est-ce qu'il faut faire? Wir gehen gegen diese Viren, gegen diese Bakterien, gegen diese Schweineunde mit einem gezielten militärischen Präzisionsangriff vor. Mit einer Pille von oben und einer Zäpfeli von unten. En France, un torpedo de Trutgül. Wird die grippale Invasion eingekreist und eingekesselt und in einer zweiten Phase attackiert, ausrangiert, gemördert und gevierteilt. Und dann können Sie Ihre beschissene Essigschöckeli und Zwiebelwickeli dorthin stecken, wo Sie wollen. Aber ich garantiere Ihnen, es hat keinen Platz. Et encore une fois la presse, die Presse. Wir wissen, wer diese Schmutzkampagne gegen uns führt. Es sind diese alten Naiven, der alternativen Mediziner, sprich diese Osteopathen, diese Esoteriker und diese ganze schwule Gesindel von Homopathen. Nur weil wir eine Marktlücke gefunden haben. Und nochmals, ich verwahre mich vor jedem Angriff, dass Pillen gefährliche Nebenwirkungen haben und zum Tode führen können. Merci beaucoup. No. Die Box ist die Kur von der ganzen Leid. Ganz arme Leid, ganz arme Leid. Wenn's weg geht, wär's gern von der Mille befreit. Ei. Die Goss, ja, die hat ein Glas Schwanzer hintrau. Schwanzer hintrau, Schwanzer hintrau. Damit sich das Fiene die Augen aussahen kann. So,
Applaus für unsere Gruppe Vox Club mit ihrem neuen Titel. Ei, 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 die Gors ist weg, die Gors ist weg, die Gors ist weg. Ei, 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 die Gors ist weg, die Gors ist weg. Kommt zu mir rüber, Vox Club. Eine wunderbare Volksmusiknummer, neu gecovert von Vox Club. Das wird wieder ein ganz großer Hit. Habadere, servus. Burschen, herzlich willkommen wieder einmal bei Immer wieder Sonntags. Ja, danke schön. Was schwitzt denn du so? Ich weiß auch nicht. Was dann nicht. Ich habe heute schon gesagt, die Künstleraufgabe, wie soll es anders sein, geht natürlich an meine Burschen, an Vox Club. Ihr braucht für das folgende Spiel etwas Fingerspitzengefühl. Vor euch oder jeweiligen Person steht jeweils ein Aquarium. In diesem Aquarium, man kann von oben nicht reinsehen, auch von vorne nicht, sind verschiedenste Gegenstände. Mit diesen Gegenständen müsst ihr quasi erraten, um welchen Schlagertitel es sich dabei handelt. Ach. Für Sie, werte Zuschauer zu Hause, ist es jetzt einsehbar. Nummer zwei, drei. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel eine Puppe drinnen wäre und eine Mundharmonika und ihr habt ein Fingerspitzengefühl, dann wäre es zum Beispiel von Bernd Klüber der Titel Der Junge mit der Mundharmonika. Wenn ihr das vielleicht sogar noch ansingen könntet, die jeweiligen Gegenstände oder den Schlagertitel, wäre es natürlich der oberkrasse Oberbörner. Wir probieren es. Ja, wir wollen es. Gut, also es gibt keine Zeitvorgabe, aber es sollte schon ein bisschen mit Geschwindigkeit sein. Ne? Auch wenn die Schweizer etwas langsamer sind. So, also wir beginnen mit Begriff, mit Schlagertitel Nummer 1. Bitteschön. So, Flo, komm. Oh, was ist das? So, Flo. Was ist das? Das sind Tücher, Girlande, eine Hawaii-Girlande. Ja. Party. Und, Hawaii? Wie ist das? Hawaii? Ich war noch niemals auf Hawaii, ist ein BH. Das ist ein BH. Blume von Hawaii. Ein Bikini. Das ist ein Bikini. Ein Bikini. Ein Bikini. Honolulu Strandbikini. Ja. Itzi-bitzi-tini, itzi-bitzi-tini, willi, Honolulu Strandbikini. So ist es. Itzi-bitzi-tini, willi, Honolulu Strandbikini. Bitte schön. Zweiter. Bikinis wären meine Spezialität gewesen. Jetzt schauen wir mal. Es sind bei dir drei Gegenstände drin. Drei. Überfordert es mich nicht. Ein Stein. Marmor, Stein und. Ne, warte mal. Ah ja, Marmor, Stein. Das könnte Marmor. Wo sind da drei? Drei. Ah doch, das ist da. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Marmor, Stein und Eisen bricht. So, jetzt, bei dir sind es zwei Gegenstände. Aber ein Gegenstand hat mehrere Gegenstände an sich. Ich habe gestrüppt, irgendwas, Gemüse, weiß ich nicht. Ähren. Ähren. Ähren und hier dein Kissen. Ein Bett im Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Grillen singen. Und es tut mir leid, wenn wir träumen. Sehr schön. Jürgen Dreh. Ihr habt Fingerspitzengefühl, ihr kennt euch aus in der Musiklandschaft. Das sind zwei Gegenstände. Zwei Gegenstände? Zwei, ja. Schaffst du das? Zwei Gegenstände? Zwei. Ah ja, also ein etwas langes, dünnes. Ja. Du sollst nicht in deiner Hose fassen. Es ist in der Kiste. Es ist keine Streichhölzer und was langes, dünnes. So wieder. Taschenlampe oder sowas? Hä? Ja. Hä? Kennt ihr was mit Taschenlampe und Streichhölzern? Licht. Gesungen hat's Markus. Kleine Taschenlampe brennt. Ich fühle dich. Genau. Genau. Kleine Taschenlampe brennt. Weißt du, was das Schöne ist? Das Publikum da hinten, die sehen hier gar nichts, aber die wissen das vor euch. Das ist komisch. Also, das ist er. Danke sehr. Hellseher, die neue Magie-Show bei Immer wieder Sonntags. So, du hast zwei Gegenstände. Zwei, schauen wir mal. Wow. Yes, das was ist. Das sind ein Gelenk. Eine Puppe. Eine Puppe. Eine Puppe? Eine weibliche Puppe? Das ist egal. Es ist eine, ich gebe einen Tipp, es ist eine männliche. Eine männliche. Und ein Hut. Ein Zucker.
Zuckerpuppe? Nee. Hut und eine Hut. Zucker. Und ein Zuckerpuppenhut. Zucker. Hut. Ja, Zuckerpuppe. Nee, ein Hut und eine Puppe. Nee. Zuckerpuppen vom Cavalier. Was gibt's in Amerika mit Hüten? Cowboy. Ein Cowboy. Ah, ich will ein Cowboy als Mann. Das genau. Ist es. Das ist es. Das ist es. Ja. Ich will ein Cowboy als Mann. Alle Begriffe. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind der Meinung, dass wir... Jawohl. Vielen herzlichen Dank, Vox Club. Wir sehen uns ein paar Wochen schon wieder bei immer wieder sonntags. Erstmal ganz, ganz viel Erfolg mit... Die Gurs ist weg. Das ist schön. Meine Damen und Herren, es geht mit wunderbarer Stimmung weiter. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Schweden, was fällt Ihnen da ein? Ja, vielleicht gerade auf dem, was Sie sitzen, das kommt auch aus Schweden. Ne? Bitte? Eine bekannte Gesangsgruppe. Ja, ich sag mal, die erfolgreichste der Welt, würde ich mal sagen. Nämlich ABBA. Tja, die haben wir uns zufällig heute nicht leisten können, ne, mit Super Trooper. Aber dieser Super Trooper-Titel wird jetzt quasi in Deutsch präsentiert. Von einem kleinen Engel aus Schweden. Meine Damen und Herren, hier ist mit Super Trooper Julia Lindholm. Super Trooper, es hat angefangen, mir wird kalt und heiß, weil ich endlich weiß, du bist meine Nummer. Super, Julia Lindholm, meine Damen und Herren. Wir haben zwar heute den Tag des Hundes, aber wir möchten natürlich die anderen kleinen Tierchen nicht vergessen oder auch die großen Tierchen auf dieser Welt, nämlich zum Beispiel Pferde. Ja, Pferde sind sehr, sehr beliebt, auch bei den Mädchen. Ich denke mal, nur bei den Mädchen. Oder Chef, magst du auch Pferde? Ja, ich hab daheim. Ehrlich? Ja. Du hast einen Ross zu Hause? Zwei. Zwei? Was hast du denn da so?
Ja, ja, auch sehr schönes Pferd. Ja, schönes Pferd. Oder? Du bist ein kleines Mädchen. Magst du gern Pferde? Ja. Ehrlich? Ja, ich möchte reiten lernen. Du möchtest das Reiten lernen? Hm. Ah, das ist schön. Ah, da setze ich mich mal dazu. Kommst du aus Bayern? Ja. Woher denn? Also Oberviechtach. Oberviechtach, ja, das ist schön. Das ist ganz schön. Da ist ganz schön, gell? Jawohl. Ich gehe mal ein bisschen hier rum. So, weil ich weiß, und ich kann es mir jetzt eigentlich nicht mehr verkneifen, man sollte ja eigentlich im Leben nicht lügen, ne? Lena, was denkst du? Also ich denke, Mal eine Notlüge vor Mama und Papa, mal ein schlechtes Zeugnis oder so. Aber ich habe jetzt deinen Namen schon gesagt. Hm? Wunderst du dich jetzt nicht, warum ich Lena gesagt habe? Nein. Nicht? Ah, das weiß man einfach so, dass du die Lena bist aus Oberviechtach. Hm? Aha, okay. Schon, ja, gut. Schau mal, Lena, bitte? Wundert mich nicht. Das wundert dich nicht? Nein. Okay, bist du die heimliche Oberbürgermeisterin von... Ich stehe öfter in der Zeitung als der Buchermeister, sagt der Papa immer und der Opa. Du stehst, für alle, die das nicht ganz verstanden haben, die Lena steht öfter in der Zeitung wie der Oberbürgermeister. Ja? Aha. Und du meinst, es ist jetzt da völlig normal, dass du hier bei immer wieder sonntags bist und ich rede mit dir? Ja. Okay. Dann darf ich jetzt sagen, Lena, herzlich willkommen bei immer wieder sonntags. Danke. Ja, bitteschön. Weil ich nämlich weiß, dass du in deinem Leben ganz was Tolles geleistet hast. Ja, na, da kommen wir gleich drauf. Ja. Da kommen wir gleich drauf. Hasenstall. Wir auch, bitte? Der Hasenstall. Der Hasenstall? Ja, Hasenstall. Weil vom Hasenstall weiß Leiter ich nichts. Ist schuld dran. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Da dürfen wir auch jetzt begrüßen Monika und Norbert Pflug, Mama und Papa, die sind auch mit dabei. Ah, Oma und Opa seid ihr schon. Ein Oberviechtach möchte ich auch wohnen, da bleibt man jung, gell? Oma und Opa. Aha, sauber, okay. Weil die beiden, die haben mir nämlich geholfen, dass du heute hier bist, Oma und Opa. Jetzt wärst du ein bisschen stiller schon, gell? Die haben mich gezwungen, dass ich mitkomme. Aber eine kleine Gusch hat schon, ne? Die Oberviechtacherin hier, ja. So, weil jetzt wollen wir nämlich eines wissen. Dein Uropa, das ist quasi der Papa vom Norbert, da ist damals etwas passiert, liebe Lena. Kannst du mal diese Geschichte erzählen? Also der ist... Ein bisschen Hochdeutsch. Der ist von der Leiter gefallen im Hasenstall. Der ist da ausgerutscht. Dann bin ich reingerannt. Hab geschrien, Urma, komm schnell, der Urpa ist von der Leiter gefallen. Haben wir unterm Rennen das Telefon geschnappt und hab erst die falsche Nummer gewählt. Was hast du denn 221. Vor lauter nervös. Ja. Was wählt man denn, die richtige Nummer? 112. Ja, genau. Dann bist du zur Uroma gelaufen und der Uroma, die war völlig schockiert, ne? Die hat eine völlige Schockstarre gehabt. Ja, der hat erst einmal nicht gewusst, was passiert ist. Naja, klar. Weil ich so geschrien habe. Ja, klar, haben ja alle erschrocken. Und man muss dazu sagen, dass der Uroma zu dem Zeitpunkt auch nicht so gut ging, ne? Ja, die war nicht so ganz gesund. Und was hast du dann den Sanitätern erzählt am Telefon? Also, wo es passiert ist. Sehr wichtig. Am Ziegelange 22. In Oberviechtach. Die Adresse wissen wir jetzt auch. Dann was noch? Was ist passiert? Ja, was hast du erzählt vom Hasenstall? Im Hasenstall ist er von der Leiter gefallen, habe ich erzählt. Und du hast gesagt, von 2 Meter Höhe ist er von der Leiter gefallen. Ich habe die Sprossen gezählt. Ich habe die Leitersprossen gezählt. Dann habe ich... Aber warte. Also, man weiß ja nicht unbedingt als eine kleine Maus, was 2 Meter sind. Du hast dem Sanitäter erzählt, wie viele Leitersprossen das sind. Und dann hat er ungefähr abwägen können, aus welcher Höhe dein Uropa runtergefallen ist. Ja. Damit man die Verletzung ein bisschen einschätzen kann, wenn man so ein Opfer quasi, in dem Fall der Uropa, fährt. Mit dem Sanitäter. Wahnsinn, oder? Das ist eine Idee. Das ist schon mal eine Idee. So, dann ging es wie folgt weiter. Dann kamen die alle. Dann kamen die. Und dann haben sie geholfen. Ja. Hoffentlich. Und ich hab mich dann ins Auto gesetzt und geweint. Ah ja. Der hatte einen Beckenbruch. Ja. Naja, klar, ist ja dir dann auch nicht so gut gegangen. Aber du hast ja in dem Moment, das ist ja alles Minutensache. Du bist in dem Moment so cool geblieben. Du bist so ruhig geblieben. Du hast der Uroma Bescheid gesagt. Du hast die richtige Nummer noch gewählt. Das mit der falschen Nummer vergessen wir mal. Du hast alles erklärt.
Du bist eine absolute Lebensretterin, das muss ich dir sagen. Da gibt es einmal einen Riesenapplaus, dass du so ruhig geblieben bist. Danke. Liebe Lena. So. Uroma und Uropa, wo haben die jetzt? Die sind daheim. Daheim. Jetzt pass mal. Ja. Schau mal her. Das ist unsere Kamera. Wollen wir die einmal grüßen? Ja. Wie heißen sie denn? Katharina und. Und der Johann. Und, na, Josef. Josef. Josef, ja, der Sepp. Josef. Der Josef. Schau mal. Hallo, da mal reinwinken. Liebe Grüße nach Oberfichter. Nee, das brauchen wir nicht machen. Lena, komm mal her. Komm mal her zu mir. Mädel, du gefällst mir. Weil nämlich jetzt kommt der Josef, der Uropa und die Katharina auf die Bühne und die wollen sich nämlich heute bei dir persönlich bedanken. Schau her, da sind sie. Mausi, muss ich auch gleich anfangen hier. Schau mal. Oh Gott, Mausi, das sind Freudentränen, ne? Gott, da fange ich auch gleich an hier, Schatzi, das darfst du nicht machen, aber ist alles gut. Alles gut. Schau, Opa, Uropa, geht's ja wieder gut. Geh, schau. Oh Gott, ja, weiß aber, Katharina, du hast noch was zu sagen für die liebe Lena. Bitte schön, das ist eure Bühne. Liebe Lena. Als der Uropa damals vom Heuboden runtergefallen ist und hilflos war, hast du richtig gehandelt. Wir sind immer noch sehr dankbar dafür und wollen dir heute einmal vor allen Leuten sagen, was für ein tolles Mädchen du bist. Du bist... Du bist und was für eine wunderbare Urenkelin wir haben. Du bist damals unser kleiner Schutzengel gewesen und wir sind ganz stolz auf dich. Ja. Das ist schön. Der Josef und die Katharina, die liebe Mausi. Lena, der kleine Schutzengel, jetzt kommen wir mal her zu mir. Sag einmal, du hast vorher gesagt, du möchtest das Reiten lernen. Also eigentlich schaut das ja so aus wie Oma und Opa, ne? Aber dass das Uropa und Uroma sind, also bei euch hält man sich wirklich jung, das muss ich schon sagen. Ja? Das Reiten möchtest du gern lernen, schau mal, was ich da für dich habe. Erstmal gibt es Blumen für die Uroma, für die Katharina. Dankeschön. Und dann habe ich hier noch, Dankeschön, schau mal, einen Schnupperkurs 6 Stunden lang im Pferdesportverein Oberfichtach. Vielleicht komme ich da mal vorbei, nein, ich gehe nicht auf den Gaul. Nee, das mache ich nicht. Das ist nochmal euer Applaus, ich wünsche euch alles, alles Gute. Liebe Lena, wir gehen musikalisch weiter. Diese Zeile passt optimal zu diesem wunderbaren Glück. Das Glück hat deine Augen, das ist ihr neuer Titel. Liebe Grüße nach Südtirol. Herzlich willkommen, Vincent und Fernando. Ich hab geträumt von einem Menschen, der mir zeigt, was Liebe ist. Ich hab gewartet fast ein Leben lang und hab irgendwas vermisst. Doch seitdem ich dich gesehen hab, weiß ich, heute ist der Tag, an dem sich das Glück mir zeigt und bei mir bleibt. Denn das Glück hat deine Augen und es schaut mich strahlend an und ich kann es fast glauben, dass die Welt so schön sein kann. Denn das Glück hat deine Augen und die Liebe dein Gesicht. Meine Träume haben Flügel und Grenzen gibt es nicht. In deinem Blick liegt so ein Lächeln, das mir sagt, dir geht's wie mir. Und ich fühl, ich kenn dich ewig schon. Sag, spürst du das auch in dir? Komm und reich mir deine Hände und ich teil mit dir den Traum, in dem wir gemeinsam unsere Zukunft bauen. Denn das Glück hat deine Augen und es schaut mich strahlend an.
und Fernando, vielen herzlichen Dank für euren Auftritt bei Immer wieder Sonntags. Liebe Gäste, Sie dürfen uns auch gerne besuchen, wenn Immer wieder Sonntags nicht gerade läuft, auf unserer Facebook-Seite facebook.com. Dort sehen Sie Informationen über unsere Sendung, auch hinter den Kulissen mit vielen Fotos und Videos. Und Sie werden auch unter anderem viele Informationen über unseren nächsten, sprich nein, nicht nächsten Künstler, sondern über unseren Künstler Marco Riemer erfahren. Denn er tritt am 20.06. im Tivoli-Theater in Hamburg auf. So, ich habe es ein bisschen hektisch, weil wir sind knapp in der Zeit. Darum freue ich mich jetzt auf meinen nächsten Kollegen. Der sagt, Fußball ist unser Leben. Wir steigen ein in die Europameisterschaft nächste Woche. Das ist sein Titel. Herzlich willkommen für Sie nochmal musikalisch, Heino! Versuchen, er darf es ruhig wagen. Doch sieht er denn nicht, dass 100.000 Freunde zusammenstehen? Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Ja, Heilung für alle. Sogar bei Wind und Regen, auch wenn die Sonne lacht und andere sich vergnügen. Doch schön ist der Lohn, wenn 100.000 Freunde zusammenstehen. Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. Für alle, alle für einen, wir halten fest zusammen. Und ist der Sieg dann unser, sind Freund und er für uns alle bestellt. Fußball ist unser Leben. Unser Stargast Heino mit seiner wunderbaren neuen Band. Eine Augenweide, alle zusammen. Das ist ja Wahnsinn. So, liebe Zuschauer zu Hause, wir sind da bei unserer Sommerhitparade 2016. Unsere beiden hier, die Herausforderer. Ja, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt ganz stark sein. Auch du, Robin. Man weiß es ja nicht. Steffi, Marco oder eben du. Vielleicht gewinne auch ich heute mal. Könnte ja sein. Na? Wir fahren dann schon mal bitte und fragen schon mal die Prozente ab von unserem TED, liebe Zuschauer zu Hause. Sie haben gewählt. Bitte TED ab. So, da haben wir die Prozentzahl 69 zu 31. Das ist einiges, ne?
Was schätzt du? Du bist ganz weiß im Gesicht. Was ist los? Bin wieder total nervös. Bist wieder total nervös? Denkst du, die Oberpfalz, die haben alle Niederbayern haben alle angerufen? Wir hoffen. Ihr hofft. Und wir haben ja zwei Länder gegen eins eigentlich. Österreich und Deutschland. Na, eigentlich schon. Eigentlich sind die im Vorteil. Da kann ganz Kärnten kann abstimmen, ganz Niederbayern. Ich habe für euch alle angerufen hinter der Bühne. Ich habe ja so viel Zeit während der Sendung. Robin, für dich Elsass, ein Land. Ich bin sehr gespannt. So, wir halten die Spannung ein wenig und möchte jetzt langsam abfragen, wer hat denn heute gewonnen? Wir freuen uns. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Heidi Klum. Deutschland freut sich hoffentlich auf neue Sommerhit-Könige. Großes Finale am 21. August. So. Zum heutigen Sonntag hat gewonnen Robin Leon. Da zieht schon wieder einer durch aus dem Elsass. Das ist ein Wahnsinn. Robin Leon, ich habe noch ein paar Blumen. Steffi, alles Gute. Habe dir liebe Grüße nach Kärnten und nach Niederbayern. Robin, alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche mit dabei Ross Anthony, Fantasy, Anni Perka, Judith Omel und viele, viele mehr. Ich bin auch wieder mit dabei. Vielen herzlichen Dank für eine tolle Stimmung. Der Sonntagvormittag mit Herz. Am nächsten Sonntag sind wir wieder da. Ich verbleibe als euer Stefan Ross. Habt ihr es? Servus! Ja! Das sind die Franzosen wieder. Im Sommer am Hafen. Lange konnte ich nicht mehr gut schlafen. Nun seh ich dich durch Zufall hier stehen. Du darfst jetzt nicht gehen.